Sein Name ist Dennis. Er hatte nie eine Familie. Er hat keine Freunde. Wo ist er? Er ist in dem Karton. Das ist interessant. Wie kommen Sie darauf, dass ich gut zu einem Jungen passe, der die meiste Zeit in dem Karton verbringt? Er glaubt, er kommt von einem anderen Planeten. Fantasie ist mein Geschäft, das ist mein Job. Ich bin Schriftsteller. Er glaubt, er wäre vom Mars. Und du schreibst über den Mars. Das ist super. Ist da jemand drin? Ein Kind, das den ganzen Tag im Karton sitzt, ist ein gigantisches Alarmzeichen. Ein alleinstehender Mann, der ein Problemkind großzieht. Wie wollen Sie das schaffen, Mr. Gordon? Betrachte es als einen größeren Karton. Die Hausordnung. Regel Nummer 1, keine Mädchen nach 10 Uhr abends. Wieso haben die dich hierher geschickt, die Marsmenschen? Damit ich zu einer Familie gehe und Mensch sein lerne. Wird doch mal vernünftig. Mom, er ist voll eklig. Landet sowieso alles am selben Ort, oder? Hier zu Hause ist es okay, vom Mars zu sein. Aber wenn du draußen bist, mit dem Rest der Erdlinge, musst du dich an die Erdenregeln halten. Oh! War ich böse? Diese Dinge sind mir nicht wichtig. Sieh mal, das ist nur Zeugs. Komm schon, leg mal ordentlich los. Über den Kopf los. Ich bin ein wenig besorgt, Mr. Gordon. Ich ziehe die Überprüfung Ihres Falles vor. Ich weiß hundertprozentig, dass es niemanden auf diesem Planeten gibt, der Dennis mehr liebt als ich. Ich will nicht noch ein Kind in diese Welt setzen. Aber was spricht dagegen, eins zu lieben, das schon hier ist? Ist es gut, wenn man wie alle anderen ist? Das ist wirklich eine gute Frage. Egal, was du auch machst, meine Gefühle für dich werden sich niemals ändern. Es kann nicht schaden, ein wenig anders zu sein. Oh! Thank you.